Herzlich willkommen hier im Autozentrum Walter, Ihrem kompetenten Ansprechpartner rund um die Welt der E-Mobilität aus Pforzheim und der Region. Und heute das Sonderthema E-Mobilität und der Winter. Und da wird uns Markus einen Rundumblick geben. Jetzt erobern ja die Stromer, wie ich so schön sage, die Straßen, das zu Recht. Trotzdem gibt es ein paar Unterschiede, glaube ich, zum klassischen Verbrenner, insbesondere im Winter. Und da willst du uns ja einen kleinen Überblick geben. Ja, mit viel Erfahrung aus der Praxis kann man hier natürlich jetzt ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die es zu berücksichtigen gibt. Und das ist das eine natürlich, dass die Reichweite zurückgeht. Das macht je nach Modell schon mal bis zu 20% aus, natürlich auch abhängig von der Temperatur. Wenn es deutlich in die Minusgrade geht, können es definitiv so um die 20% weniger Reichweite sein. Das kann ja signifikant sein. Manche eurer Modelle zum Beispiel haben ja Reichweiten bis zu 400 Kilometer, dann sind wir plötzlich bei 300. Ja. Sollte man mit berücksichtigen. Liegt daran, glaube ich, dass die Batterie bei niedrigeren Temperaturen weniger fassen kann, oder? Es liegt zum einen daran, es liegt aber auch da natürlich an den Verbräuchen, die so ein Auto hat während der Fahrt. Und wenn wir jetzt die Heizung permanent eingeschaltet haben und das Fahrzeug dann noch mit Sitzheizung, Lenkradheizung, was heute an Komfortmodulen alles mit drin ist, braucht Strom und dementsprechend natürlich auch geringere Reichweite. Aber kommen wir gleich zum wichtigen Thema Heizung. Ne? Früher Verbrenner, Motor, Hitze und wenn man Wärme im Innenraum gebraucht hat, dann hat man eigentlich quasi nur die Hitze ableiten müssen. Genau. Das geht ja so nicht mehr, weil ne, ich könnte in den Motorraum reinfassen, da sind halt keine 100 Grad. Ne? Das bringt ja die Effizienz des Stromer mit sich, dass halt der Wirkungsgrad sehr gut ist, aber es gibt keine Abwärme, ja, die wir dann als Nebenprodukt Heizleistung verwenden können. Und deshalb muss zusätzlich Energie genutzt werden, die dann entsprechend hier für die Wärme im Fahrzeug zuständig ist. Und das machen moderne Elektrofahrzeuge mit einer Wärmepumpe. Die wesentlich effizienter ist, aber Achtung, es gibt auf dem Markt auch Fahrzeuge, die das nicht haben, aber die ziehen dann richtig Strom. Ja, ne? Ja. Aber was sich dann wieder auf die Reichweite deutlich reduziert. Aber ich glaube, die Modelle von Hyundai und Nissan, die haben alle Wärmepumpen mit drin. Ne? Es ist allgemein Flüssigkeiten. Es gibt gut die allgemeinen Flüssigkeiten, die erstmal nichts mit der Antriebsart zu tun haben, wie weiß ich, Scheibenwischer, Wasser, da habe ich halt drauf zu achten im Winter, dass sie nicht einfrieren kann. Das ist davon unabhängig. Aber sonst haben wir, glaube ich, im Elektroauto keine Flüssigkeiten in dem Sinne. Ne? Okay. Da sind wir safe. Ja, ja. Also es gibt natürlich auch die Kühlflüssigkeiten der Batterie, ja, des Batteriesystems, aber die sind da nicht frostgefährdet in dem Sinn. Ein bisschen, glaube ich, merkt man es aber auch beim Laden den Winter, denn ich glaube, wenn ich mein Handy draußen bei minus 10 Grad laden wollte, dann hätte ich auch einen längeren Zeitraum, den ich brauche. Die Ladezeit verlängert sich, ja, das ist definitiv ein Thema. Und was ich als Tipp unbedingt auch mit auf den Weg geben möchte, wenn ein Elektrofahrzeug leer gefahren wird, soll man es ja immer gleich wieder aufladen. Pflichtprogramm im Winter. Also eine leere, total entleerte Batterie. Ein Fahrzeug so abzustellen, wäre fatal für die Lebensdauer der Batterie. Also da bitte gleich wieder an den Strom hängen. Also da ein bisschen Selbstdisziplin, man hat es leer gefahren, man ist zu Hause, denkt, ach komm, tust du am Wochenende wieder an den Strom hängen, brauchst jetzt eh nicht, da würde man der Batterie schaden. Ja. Oh. Ja. Okay, was haben wir noch Wichtiges? Haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, ich denke, das gibt mal einen groben Überblick über die Situation im Winter. Also etwas geringere Fahrleistung im Endeffekt. Doch, mir fällt noch was ein. Ja, was denn? Ja, wir haben ja fast eine Standheizung ungewollt, wenn ich es richtig sehe. Ja klar, das ist natürlich das Komfortmodul, was man als Elektrofahrzeugnutzer auch unbedingt immer beansprucht bzw. nutzt. Das Fahrzeug kann mit einer Fernbedienung oder einer Uhr, einer App oder wie auch immer vor der Fahrt schon vorgewärmt werden. Und wenn es am Strom hängt, dann geht es nicht auf die Batterie, sondern auf den Hausstrom. Und das sollte man wirklich im Winter tun. Absolut. Standheizung im Sinne der Batterie sozusagen. Übrigens aber auch noch
für den Sommer den Vorteil, weil Standheizung kann ich ja im Verbrenner nachrüsten, aber ich kann ja auch klimatisieren. Das heißt, wenn ich im Sommer runterkühlen will, kann ich genauso die Klimaanlage aktivieren, um dann in ein gekühltes Fahrzeug direkt einsteigen zu können. Aber jetzt, glaube ich, haben wir alles zum Thema Winter und E-Mobilität. Ja. Wenn Fragen sind, bitte runter in die Kommentare. Ich weiß seine Handynummer und seine E-Mail-Adresse und werde ihn dann fragen. Und da wir ja viele spannende Filme rund um die Welt der E-Mobilität machen, bitte abonnieren, damit Sie auch nichts verpassen. Und dann sage ich Dankeschön. Dankeschön.